Ich sah mich eigentlich nie als Interpret von irgendwas schon Geschriebenem, sondern ich wollte immer selbst Musik kreieren, Musik, die von heute ist, also nichts Museales. Mich interessierte es, das Klangvokabular auszuweiten. Also ich suchte nach neuen Klängen und Spieltechniken, zum Teil auch von mir selbst erfundenen Spieltechniken, die ich dann in der Improvisation einsetzen konnte. Also ich habe nicht bewusst jetzt Minimal Music machen wollen, das hat sich so ergeben. Habe gemerkt, dass vor allem auch im Zusammenhang mit der Zirkularatmung, wenn ich etwas endlos wiederhole, dass diese Klänge dann einfach eine Stärke erzeugen mit der Zeit, sich so hineinsteigern in diese Zustände. Das hat mir am besten gefallen. So, also Musik, die nicht einen Ablauf hat, eine dramatische Handlung, sondern Musik, die aus Zuständen besteht, die sich allmählich verändern. Ohne starke Kontraste, einfaches Klangmaterial, wenig Dissonanzen, lange Zeit dauern. Das war das, so eine Entdeckung für mich. Material Kraft hat, dass das Material eine Tiefenwirkung hat, wo das Bewusstsein verändert oder erweitert wird. Psychedelische Zustände sozusagen. Das ist wichtig für mich, wenn ich Musik höre oder wenn ich Musik mache oder auch Musik aussuche für mich zum Hören, dass es Musik ist, die diese Wirkung haben. Also das Bewusstsein formen, schulen. Bilden, Bewusstseinsbildung irgendwo, über Musik. Von der Wirkung von meiner Musik spielt sich direkt irgendwo auf so körperlicher Ebene ab. Also ich spüre die Schwingungen im Körper, also es zieht mich irgendwie körperlich rein, ich möchte dazu tanzen, ich spüre es in der Brust oder spüre es im Kopf oder in den Beinen. Ich empfinde es auch, wenn ich diese Musik dann höre, die ich aufgenommen habe, dann sehr auf einer körperlichen Ebene. Es gibt aber auch sowas wie innere Räume, so wie im Traum. So Ansätze, Urformen von Tanzbewegungen. Wenn ich es mir so überlege, wenn ich nochmals von vorne beginnen könnte, würde ich dann wieder Musik machen? Wahrscheinlich schon, aber auch gut wäre Tänzer. So. Es gibt auch so Filme, wo man sieht, wie ein Blatt wächst und sich entfaltet oder ein Farn sich dann so hochkringelt und so spiralartig. Das finde ich sehr faszinierend und auch ein gutes Bild für die Musik, die ich mache. Menschliche Lautgebung über die Stimme, so was Vormusikalisches, was Vorsprachliches, so Urklänge inspirieren mich auch sehr. Thank you.
Oh.